Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 59. Und in der letzten Folge haben wir endlich Kotun Kahn gelegt. Genau, das war jetzt. Ich weiß nicht, ob es schon das Ende war. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch eine Quest offen. Hier unten. Die Geschichte vom Fisch Chimura. Ich denke mal, das wird jetzt die Abschlussquest sein von Jins Reise. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und wir probieren auf jeden Fall auch noch in der Folge hier Platin abzuschließen. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall jetzt in der Folge noch ein paar Fragezeichen machen. Eins, zwei, seh ich jetzt hier schon. Das dürfte aber nicht das große Problem sein. Eigentlich bräuchte ich drei Fragezeichen. Mir fehlt nämlich noch eins. Dann. Und das mit den Duelle fehlt uns auch noch. Wir müssen mal schauen, ob wir das alles in der Folge hinkriegen. Ich sehe jetzt hier so nichts. Genau, wir sind hier oben. Wo sind wir denn? Und reiten gleich mal darüber. Und ja, ich kann nichts versprechen, ob wir es jetzt in der Folge noch schaffen. Oder vielleicht dann noch eine Folge brauchen. Für unsere Platin-Trophy. Kenjis Blut. Tsushimas rachsüchtiger Dämon. Okay. Wir probieren es mal, Leute. Übrigens ist es die Quest dort, da will uns unser Onkel noch ein letztes Mal sprechen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Mit 40 Meter. Okay, da ist auch schon das Fragezeichen. Okay, ist ein Inari-Schrein, ein Fuchsbau. Na los, mein Kleiner. Wir brauchen ja noch drei Stück von denen. Und wir brauchen noch drei Altäre. Also so eine. Das heißt, uns fehlen eigentlich noch sechs Sachen. Aber ich habe bloß zwei Fragezeichen, das ist ein Problem. Oh, ich mache das Mitmachgerät an. Oh, jetzt hab ich den Fuchs verloren, wenn ich drauf geguckt habe. Oh, ernsthaft. Ach, da ist er. Okay. Ah, da ist auch schon der Fuchsbau. Genau, zwei fehlen uns noch. Ich hoffe, dass wir die noch finden. So, jetzt. So, dann wäre das nächste Fragezeichen hier unten. Da ist auch noch eins. Okay, sind wir mal bei drei. Gib mir hier wieder her. Könnte heute ein bisschen länger werden, die Folge, Leute. Okay, ist auch ein Fuchsbau.
Zeigt mir jetzt ohne die Fuchsbauten an, oder wie? Na, wo ist er denn jetzt? Okay. Okay, dann hätten wir den auch. Hier unten war jetzt noch eins. Dann möchte ich von hier sehr schön hinkommen. Genau, Säule der Ehre brauchen wir dann noch ein paar. Ich glaube, drei Stück sind das, aber... Okay, dann würde ich sagen, gehen wir dorthin. Gut gemacht. So. Okay, weiter geht's. Scheint dort hoch zu gehen. Ah, ein Haiku müssen wir noch, genau. Die Haikus müssen wir noch verfassen. Stimmt. Haikus waren es. Drei Nachrichten und drei Haikus. Gabe von Schutz. Ein Herz verwehrt zu scheitern. Stets weiterkämpfen. Okay. Wir schauen mal. Genau, wir brauchen jetzt noch ein Inari-Schein. Und zwei Haikus. Und dann hätten wir das abgeschlossen.
Jetzt ist das Problem, dass wir kein Fragezeichen mehr auf der Karte haben, oder ich habe es halt einfach übersehen. Wir müssen mal ein bisschen langsamer gucken. Vielleicht ist sie irgendwas oder irgendwo an der Küste oder so. Ja, ich sehe kein Fragezeichen mehr. Oh, es ist nervig, wenn man die Quest jetzt nicht abschließen kann. Ich weiß ja eben nicht, ob man das hier dann noch macht. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mit der Hauptquest weiter. Vielleicht plöppt es ja dann danach noch auf. Die restlichen Fragezeichen. Ich sehe echt jetzt hier gar nichts mehr. Na gut, komm, dann machen wir Hauptstory weiter. Omi, Schnellreise zu Omi. Vielleicht ploppen ja die restlichen dann danach noch auf. Okay. Reise zu deinem alten Übungsring am Onisee. Hier vorne. Und uns fehlt aber auch, glaube ich, noch die Trophy, die Duell-Trophy. Fürst Shimura ist nicht hier. Ich warte am Dock auf ihn. Okay. Mach mal die Kamera aus. Jin. Onkel. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ich wollte mit euch reden. Arbeiten wir zusammen, können wir die übrigen Mongolen vertreiben, unsere Heimat wieder aufbauen. Das ist nicht eure Sache. Der Shogun hat den Sakai-Clan aufgelöst. Von heute an seid ihr nicht länger Samurai. Ich habe alles geopfert für mein Volk. Und ich würde es wieder tun. Neue Samurai kommen als Ersatz für die Verlorenen. Sie übernehmen Land und Anwesen. Ich muss meinem Heim Lebewohl sagen. Reitet mit mir. Die Geschichte von Fürst Shimura.
Reitet mit Fürst Shimura. Hallo, wo ist mein Ding leer hier? Warum ist meine Rüstung weg? Ausrüstung. Okay, man kann nichts ausrüsten. Okay. Wahrscheinlich wegen meiner Rüstung dann, oder? Ist die. War der Talisman dann wahrscheinlich raus? Der Jito von Tsushima. Ja, der Shogun bat mich, seine Krieger auf die Mongolen vorzubereiten. Gut. Sie geben erst auf, wenn sie ganz Japan erobert haben. In den Jahren, die mir noch bleiben, werde ich das zu verhindern suchen. Ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam tun. Als Vater und Sohn. Ihr könnt wieder heiraten. Eine neue Familie gründen. Ja, das ist wohl wahr. Sieht aus, als brauchte er Hilfe. Ihr da, lasst uns helfen. Macht euch keine Umstände, meine Herren. Unsinn. Das schafft ihr nicht allein. Ihr seid viel zu gütig. Der Schlamm ist dicker, als man meint. Der Wagen ist schwer beladen. Wo wollt ihr hin? Yogaku, die Armee des Geistes ist dort oben. Er hat eine Armee? Nicht gehört? Sie segeln mit einem Sturm im Rücken Richtung Mongolensteppe. Dort brennen sie alles nieder. Äußerst beeindruckend. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich hoffe, das hilft. Dann lasst euch nicht aufhalten. Okay. Danke, meine Herren. Yogaku ist weit von hier. Haltet euch vom Morast fern und den Mongolen. Werde ich. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Nicht hier. Folgt mir. Schnell, Sora! Die nicht eine andere Ausrüstung drauf gehabt. Jeden Tag schließen sich mehr Menschen eurer Sache an. Der Shogun ist besorgt. Ich bin besorgt. Ihr habt nichts zu befürchten. Wenn die neuen Clans ankommen, wird das Volk ihren Samurai folgen oder sie im Namen des Geistes betrügen. Das lasse ich nicht zu. Sie hören auf mich. Habt euch mir widersetzt, Jin, mein vertrauenswürdigster Krieger. Ihr habt unser Volk gelehrt, seinen Anführern zu trotzen. Weshalb glaubt ihr, eure Anhänger würden euch gehorchen? Genug geritten. Kommt mit mir, Jin. Wie ihr wünscht. Irgendwas stimmt hier nicht. Friedhof meiner Familie. Die Ruhestätte von 7 Generationen von Sakai. Darunter eure Mutter. Und mein Vater. Ich glaube, dass der jetzt nochmal ein Duell will. 100 Pro. Wir müssen ihnen Ehre erweisen. Das wird mir fehlen. Mir auch.
Der Shogun hat euch zum Verräter erklärt. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Er befahl euch, mich zu töten. Der Geist ist gesetzlos. Er lehrte das Volk, den Anführern zu trotzen. Sich zu Wehr zu setzen. Mit Gift etwa? Ein Geschenk, das ihr dem Feind gab. Ich musste verhindern, dass unsere Leute sinnlos sterben. Ihr habt keine Ehre. Und ihr seid ihr Sklave. Ihr wart mein Sohn. Jetzt muss ich die Shimura-Linie ohne euch fortführen. Eine neue Familie gründen. Und mein Kopf ist der Preis. Ihn zu nehmen ist meine Strafe. Unser letzter gemeinsamer Tag. Wunderschön. Es ist Zeit. Schreibt die letzten Worte des Sakai-Clans. Und des Shimura-Clans. Scheiße. Na, Ehre ist bei denen einfach alles. Schicksal trennt unsere Seelen. Erlöst uns der Tod. Eure Eltern sind immer bei euch. Ja, Onkel. Ich lehre euch. Ihr werdet zum stärksten Krieger des Sakai-Clans. Ich nehme euch auf wie meinen Sohn. Bereit? Ich bin bereit. Ich will euch nicht verletzen. Ja.
Die Wunden, die ihr meinem Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich will euch nicht verletzen. Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Es ist meine Strafe. Nein, was wieder nicht weg? Ehrt mich mit dem Tod eines Kriegers. Ich habe keine Ehre. Aber ich werde nicht meine Familie töten. Der Geist wird zeitlebens ein Gejagter sein. Ich weiß. Wird sich wahrscheinlich selber umbringen. Gut, Leute, das war's mit Ghost of Tsushima. Wir haben jetzt zwar nicht die Platin erreicht, uns fehlt da, glaube ich, noch ein bisschen was, irgendwie, ja, Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da nochmal extra ein Video machen soll dazu. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Spiel. Ich hoffe mal, dass da auch ein zweiter Teil kommt. Ist ja auch wieder PlayStation-exklusiv gewesen. Also, die machen echt geile Exklusivtitel. Deswegen liebe ich die PlayStation so, Leute. Ja, was soll ich sonst noch sagen zum Spiel? Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wer es noch nicht gezockt hat, probiert es auf jeden Fall aus. Es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Man hat auch schön viel Spielzeit und das finde ich halt einfach cool. Also die ganze Geschichte war cool und ja. Ich lasse jetzt euch mal mit dem Intro alleine und wir werden dann danach vielleicht noch kurz auf die Welt schauen, ob sie noch was getan hat, weil wir sind ja jetzt Gejagter. Und genau. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.
Okay, wir konnten den Abspann überspringen. Fürstin Masako hat alles verloren. Und jeden. Wenn sie weitermacht, kann ich das auch. Okay. Jin. Mir gefällt dein neues Zuhause. Passt zu dir. Es muss genügen, nun da der Sakai-Clan fort ist. Und ich als Verräter gelte. Ich weiß von deinem Onkel. Wird er uns suchen? Ich glaube nicht. Doch früher oder später wird das jemand tun. Was zählt, ist, dass du lebst. Du hast Khotun Khan besiegt und den Mongolen den Anführer genommen. Das Festland ist sicher. Aber unsere Heimat nicht. Die Truppen des Khan sitzen hier fest und wollen die Insel mehr denn je erobern. Dann sollten wir weiterkämpfen. Aber vergiss nicht. Tsushima braucht dich. Das vergesse ich nie. Gut. Wir teilen uns auf, so erreichen wir mehr. Greifen die Mongolen von allen Seiten an. Retten unsere Heimat. Leb wohl, Jin. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Du auch, Yuna. Traditionsende. Ich mach gar nichts, es zoomt jetzt alleine da rein. Okay. Kann jetzt auch nichts mehr anwählen. Schauen wir auf die Option, auf unsere Sammlungen. Ja, genau, uns fehlt jetzt noch ein Haiku und ein Inari-Schrein. Dann müssten wir alles haben. Ich kann aber nochmal schnell. Da, das ist vom Add-on. Wir schauen mal auf unsere Trophäen. 88%. Alte Trophäen, okay, die kriegen wir dann, wenn wir den Rest haben. Schließe alle Geschichten ab. Okay, den haben wir noch nicht. Schließe alle heiligen Quellen ab. Das ist ja halt mit, genau, Heikis Inari-Schrein und Bambusstämme. Genau, das war es eigentlich schon. Das sind jetzt noch die zwei. Also alle Geschichten. Das geht jetzt vielleicht auch hier, noch hier weiter mit so einer Geschichte. Neues Spiel Plus freigeschaltet. Na, jetzt können wir wieder anwählen, genau. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt hier noch irgendwo ein Fragezeichen gekommen ist. Irgendwas habe ich übersehen. Ja, es nervt jetzt, wenn man nicht weiß, was einem noch fehlt. Geschichte sehe ich jetzt aktuell hier auch keine.
Legendenerzähler. Das ist ärgerlich jetzt. Wenn man nicht weiß, was da noch fehlt. Zwillingsberge des Sakai-Clans. Meine Familie wird nicht in Vergessenheit geraten. Die habe ich mit Yuriko für meine Mutter gepflückt. Dass sie sie all die Jahre aufbewahrt hat. Fast mein ganzes Leben träumte ich, euer Sohn zu sein. Jonas Messer. Die Klinge ist stumpf. Unglaublich, dass es noch ganz ist. Du warst treu bis zum Ende, KG. So, die ganze Geschichte nochmal. Ist aber tödlich wie eine Klinge. Wie lange hat Jona daran gearbeitet? Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sie macht mir Geschenke. Kloster. Na gut, ich würde jetzt aber sagen, an der Stelle machen wir auch jetzt einen Cut und machen Schluss. Ich werde das nochmal offscreen schauen, ob ich das noch irgendwie hinbekomme, dass ich die zwei, drei Sachen da noch erledige. Und dann, genau, dann würde ich sagen, was ist auch schon jetzt mit dem Projekt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich habe mein Resümee schon ein bisschen abgegeben zu dem Spiel. Ich finde es toll, ein geiles Spiel. Und freue mich da schon auf den zweiten Teil. Es soll ja, glaube ich, ein zweiter Teil kommen. Es dauert zwar jetzt noch ein bisschen, aber da freue ich mich schon drauf. Gut Leute, ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall auch in meine anderen Projekte rein. Es läuft ja gerade aktuell auch Assassin's Creed Valhalla auf meinem Kanal. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mich da auch unterstützt. Und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.